bin bereit. Ja, schätze mal Qualifying, ne? Starhoff und ich hatten geguckt, wahrscheinlich erst nass, dann Intermediate und dann mal schauen, ob es noch trocken wird zum letzten. Ach, ich denke, das zweite wird auch nass. Schnall die Hypersofts auf und fertig. Patrick fährt auf Felgen. Richtig! So mit Schienen. Habt ihr gesehen, das neue Formula E-Konzept? Das hat auch schon Halo. Ach, Formula E. Da muss man eh nicht gucken. Die hören sich scheiße an. Ja, die sehen, das sieht jetzt aber geil aus, das neue Ding. Ja, aber die haben es jetzt geschafft, dass du nicht mehr das Auto wechseln musst innerhalb eines Rennens, weil die mussten ja immer mit zwei Autos fahren. Der ist ja mal leer gegangen, dann mussten die ins neue Auto springen. Ja, die können jetzt mit einem Auto durchfahren und die haben 50 kW mehr. Die sehen halt einfach ziemlich cool aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass die doch so cool aussehen können im Gegensatz zu den alten Dingern da. Wurde in Genf jetzt vorgestellt, im Automobilsalon. Und trotzdem hören sie sich scheiße an. Ja, ist halt eh, ne? Scheißegal, wie sie aussehen, man hörst du nicht. Ja. Ja gut, Formel 1 hörst du auch nicht mehr wirklich, aber... Ja, die hörst du aber mehr, also wenn die an dir vorbeifahren, die nimmst du tatsächlich wahr. Ja gut, das ist absolut richtig. Was ich ja krass fand, was ich letztens irgendwo gehört habe, war, dass die auch einen Allrad-Formel 1-Wagen mal am Test bei hatten, der ne? Formel E, da könntest du denken, dein Handy vibriert. Habt ihr das schon mitbekommen? Jetzt schon wieder an. War das jetzt mein Handy? Ach nee, ist einer vorbeigefahren. Habt ihr das Formel 1 Konzept schon mitbekommen? Benzinmotor vorne, Frontantrieb und dann der E-Motor hinten auf der Hinterachse? Ja, das ist alles. Also wenn sie so weit gehen, ich glaube, dann können sie sich, dann haben sie gar keine Zuschauer mehr irgendwann. Warum machen sie nicht Vierradantrieb? Warum machen die nicht direkt eine eigene Rennserie? Dafür? Wäre ja sozusagen Vierradantrieb, nur die haben dann gesagt, wenn der E-Motor halt keine Power hat, ne, dann hast du halt Frontantrieb kurzzeitig. Ja, dann sollen sie den E-Motor rausschmeißen und einen schönen V8 Selbstsauger einbauen. Ja, oder genau andersrum. Ne? Benzinmotor hinten lassen und dann den Frontmotor den E-Motor nehmen. Ich trau mich nicht. Dave, willkommen in Ungarn! Ja, hallo! Guten Tag. Dave, was für eine Zeit hattest du im Ring? 1,36,2 war das schnellste, was ich geschafft habe. 1,35,9 habe ich gerade mal kurz nochmal gehabt. Na, nicht schlecht. Aber mit Hängen und Würgen. Ja, ich auch. Ja, hallo, ne? Also. Nicht einfach. Ja, Rennen bleibt trocken. Ich weiß. Gut, dass ich jetzt Set. Ich doch nicht. Ich habe ein trockenes Setup gemacht und fahre damit jetzt im Quali. Singapur. Oh, ich habe für die nächsten Rennen Setups. Cool. Ich oder? Nicht, meine waren alle gelöscht. Ich habe auch Setups auf der Website. Nee, hier wirklich im Spiel, kann ich laden, so richtig. Aber ich habe fast das gleiche wie in Silverstone, ist mir immer aufgefallen, ist ziemlich lustig. Okay, die Streckencharakteristik ist aber mal dezent anders. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, das ist das Einzige, was ich hier umgestellt habe. Silverstone bin ich, glaube ich, mit 3-4 gefahren. Ja, ich fahre hier 5-11. Okay. 9-8. Ja, 9-8 fahre ich auch. Hier, in dem Rennen? Ja. Ja. 10-10 habe ich, ja. So, sollten wir mal auf die Strecke, wa? Ja, dachte ich mir auch gerade. Lass es anfangs ruhig. Könnte mich schaden. Die Strecke ist nass. Die Strecke ist nass, sagt er. Ach was. Was sind ja wieder eigentlich meine Bedingungen hier? Na, dann hau mal raus hier. Ja, solange ich nicht in die Wand haue, ist alles gut. Oh. Moment, erstmal Differential umstellen. Oh, das geht so gar nicht. Hinten macht doch jetzt nicht hier. Was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? So. Ich habe gemerkt, ich komme am nassen mit einem hohen Differential am besten klar. Bei mir ist genau andersrum. Mein Differential bewegt sich immer so um 70. 70 bis 75. Ja, bei mir normalerweise auch. Ich bin jetzt hier mal auf 80 sogar gekommen. Hallo. Lass es ruhig angehen, die Strecke ist nass, also da werde ich nicht drauf gekommen. Ich dachte, ich könnte nicht fahren.
Kurven. Du musst jetzt bremsen, sonst geht's geradeaus. Du musst jetzt bremsen, geht's geradeaus. Da hast du Schnappatmung. Ja, das ist immer Dave, der ist wichtig, der ist richtig drin dann, der spielt glaube ich mit DA. Der ist im Rennanzug. Der von innen beheizt wird, damit es auch realistisch ist. So, ich habe mich schon mal gedreht. Boah, ich bin nur am Rutschen. Meine Fresse. Stimmt, ich bin im Training vorhin nicht auf Max gefahren, sondern nur auf Fett. Eins. Ja, immerhin. War die schnellste Runde, 1:34,9. 5 Sekunden schneller als ich, was ist los? Dave ist auch hinter mir direkt. Ja, 2 Zehntel, ne? Kann nicht sein, ey. Drecksstrecke bei Dreckswetter, ey. Ich habe auch extra geübt, also war ich mir sicher, dass ich einen Ogaho-Ring. Ich habe trocken geübt. Fürs Rennen, Qualifying ist egal. 38,5, so. Ja, wenn du nicht weiterkommst, nicht. Ja, Pech gehabt. Aber wir sind so weit vor der KI, also das sollte eigentlich klappen, wenn die nicht viel schneller werden. Ja, ich fahre jetzt. Ja, wir können mit unseren Runden zufrieden sein. Ja, schön für euch. Ja, sorry, Ungarn, ja, ist jetzt nicht so. Ich habe beides geübt, ich habe trocken und nass geübt. Aber auch nur, weil ich bis damals noch vorher reingeguckt habe.
Ich glaube, sonst hätte ich auch nur drücken geübt. Oh, hinter Dave, 1,36,6. Wow, das kann nicht, kann nicht sein, ey. Was ist los? Ich bin jetzt diese Runde gerade 2 Sekunden schneller gefahren als vorher. Vorher war ich direkt vor dir. Der Renault da vorne, der könnte entweder zur Seite fahren oder schneller. Danke. Er hat dich gehört. Ich hab dich gar nicht. Ich fahr hier so schön auf der Ideal. Fahren Sie ein bisschen zur Seite? Okay. Ich weiß, dass mein Tank leer ist. Wobei ins Q2 sollte ich auch kommen. Ja, auf jeden Fall. Nur mit Q3 weiß ich nicht. Oh, okay, nochmal schneller. Ah, guck mal, bist du Fünfter. Wie gedacht, die KI ist ja echt nicht schnell. Zumindest im Regen. Bottas ist jetzt auf 3. Ja, ich auf 5. Das sollte aber reichen. Wäre jetzt Quatsch, noch mal rauszufahren und das Auto kaputt zu fahren oder so. Volles Risiko. Ja, ich fühle mich auf 5 auch ziemlich sicher. Sehr unwahrscheinlich, dass ich noch 10 Plätze verliere. Ja. Ah, bist direkt hinter mir. Wer? Du, ach, Patrick ist ja auch gerade nochmal um einiges schneller. Wer hat denn da wieder das 100-Meter-Schild weggeräumt? Welches? Egal, nicht aufregen. Zu Ende fahren. Patrick, weil welches? Weil ich Platz machen musste und bin aus Versehen in das Schild reingefahren. Das vor der rechts. Ja. Welches? Ja. Du meinst wahrscheinlich Kurve 2, ne? Nee, ey, das nee, muss ich mir merken, ich mach jetzt immer eure Bremspunkte, fahr ich erstmal alle in die Schilder irgendwie. Guter Trick, guter Trick. Ja, ich orientiere mich nicht an den Schildern. Kurve, Patrick, bist du schon vor Star Wolf? Bin ich das? Keine Ahnung. 2/10, ja. Ich fahr 5. Star Wolf 6. Ich spule hier nur meine Runden ab. So, dann gehe ich jetzt mal fix eine rauchen. Viel Spaß. Jo, bis gleich. Ich bin dabei. Trefft euch wieder, ja? Ja, ich nehme euch aber mit. Ich hab ja Funk-Headset. Damit ihr euch nicht geheim absprechen könnt. Wie wir es letztes Mal versucht haben, scheiße. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, Hamilton ist noch zwischen uns gerutscht. Zwischen Köln und mich. Echt? Mhm. Ja, eigentlich. Ja, 1,35,0. Das bringt mir jetzt mal so gar nichts, dass ich weiß, dass ich im Regen den Mercedes mithalten kann, weil das Rennen ja sowieso trocken ist. Ja, das ist immer gespannt. Obwohl das natürlich gut ist, wenn man weiter vorne startet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte Qualifying wird schwierig. Ja, da sind wir so Mischverhältnisse mit Inters und so. Muss ich dich wieder vorbeilassen. Ah, das wird lustig. Ja, erstmal gucken, was Qualifying da steht. Fahren wir die Karre platt. Ich habe einmal eben gerade einen heftigen Rutscher mit drin gehabt. Ich bin mal gespannt, ob ich im Trockenen überhaupt folgen kann, weil du sagtest, du bist ja eine Sekunde schneller als ich. Ja, ja, das war eine 19.9. 3. Ja, genau, 19.3. 19.9, die fand ich noch okay. Ist ja Qualifying gewesen. Also. Ja. Ich werde nicht langsamer.
20-3 war das Höchste, was ich geschafft habe. Höchste der Gefühle. Ja, aber wie gesagt, das musst du gar nicht ernst nehmen, weil ich habe ja auch ein bisschen Hilfe drin. Ne? Ich habe es am letzten Rennen gesehen, ne? Dann passiert mal ein Fehler und schon bin ich vor dir. Also, es geht ja manchmal ganz schnell. Hast du ja letztes Mal gesucht. Genau, blödes Manöver mit der KI oder sonst irgendwas. Aber da habe ich mich am letzten Rennen schon drauf konzentriert, einfach konstant durchzufahren. Das hat auch im Silverstone richtig gut geklappt. Ich habe keinen Vorfall gehabt, ich bin nicht rausgerutscht und dadurch kam ich halt auch so gut durch. Ja, mein Fehler war, dass ich versucht habe, fertig zu überholen. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich schalte lieber am Anfang immer ein bisschen defensiver, Hauptsache nichts kaputt. Und durchfahren. Obwohl hier am Start kann es ziemlich heftig werden, ne? Ja, auch die zweite noch. Ja, obwohl sich da die KI ein bisschen zurückhält. Ja, aber wie Verstappen damals halt, ne? Ja. da habe ich immer Schiss vor. Paff. Voll in die Seite. Hey, Patrick, genauso schnell. Boah, 1,5. Wow. Hat sogar den schnellsten mittleren Sektor. Da war richtig, ne? Mit einer schnellsten Sektorenzeit sogar. Ich hab mir meine geklaut. Nee, das war Hamilton vorher schon. Okay. Da habe ich Zeit verloren. Stowell fehlt da noch eine ganze Sekunde im zweiten Sektor. Sonst passt das. Den Sektor, den ich überhaupt nicht leiden kann, da bin ich jetzt schnellster, oder wie? Wow. Hast du gut gecuttet? Nö. Gar nicht. Kannst ja gar nicht. Nee, auch diese S-Kurve, die Enge da. Also, das ist nicht gut, wenn du da viel über die Curbs ballerst. Nee. Boah. Wo ist denn hier die... Was ist ja mit Vettel? Ach, ist der noch gar nicht gefahren, oder? Was ist er denn? Er ist auf 11. Doch. Der Noob. Der Noob. Nope. Der für eine Zeit. 1,37. 2,5 Sekunden, ne. Aber er fährt. Ah, Kimi ist auch 6er, das sollte er noch schaffen. Na, Vettel hängt fest. Oh. Hinter Williams. Oh. Williams, Burne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mata. Boah, jetzt hat er ihn gerammt. Rammen, die sehe ich. Warte mal, wo ist denn... Da. Jetzt fährt er in der Box. Ja. Fährt die Zeit nicht mehr. Vettel fährt doch noch eine Runde, oder? Ich wollte gerade sagen, Vettel ist noch unterwegs. Echt? Ja. Ich habe hier einen Ferrari in der Box. Das ist Raikön. Ja. Echt? Ja. Ja, Tatsache. Dürfte da die Nummer 7 sein. Und ich fahre dann schon alle nochmal schnell hier. Red Bull ist dafür auch noch unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Ja, die blockieren sich jetzt gegenseitig und dann ist das. Vettel hat gerade den schnellsten Sektor für sich gefahren, den ersten. Okay. Persönliche Bestleistung. Oh, Starbuck ist noch drin, ich wollte gerade sagen. Ja, cool, Vettel, erste. Jo. Krass. Alles klar. 34,7, der cheatet doch. Ja, Mann. Haut der nochmal raus. Naja, egal, war ja nur das erste Qualifying. Ne? Ja, richtig. Starbuck wieder da? Weiß ich nicht. Nö. Sonst hätte er jetzt geantwortet. Stimmt. Ja, dann drücken wir mal nicht weiter.
Warten wir noch ein bisschen. Ja. Das darf nur im nächsten da nicht passieren. No, wenn, dann starte ich halt auf 11. Wir haben gerade gesehen, das zweite Sektor bei dir war der langsamste. Du warst eine Sekunde langsamer als der Rest. Ja, vielleicht kannst du dich ja dann noch ein bisschen verbessern. Nö. Okay. Optimistisch. Immer optimistisch sein. Das sag ich auf der Arbeit auch mal. Vielleicht kannst du das ja noch machen. Nö. Lass mal 5 Sekunden überlegen, ne? Och, nö, keine Lust. Können wir nicht morgen oder nächste Woche oder gar nicht? Ich mag keine Veränderungen. Oh, Internet. Ja, stimmt. Da gehen wir doch mal zum Setup und stellen den Flügel ein runter. Ich fahre jetzt erstmal gar nicht, weil das Wetter soll in 5 Minuten, also soll in 5 Minuten weniger regnen. Ja, ein Park Fermé, das geht doch gar nicht, dass wir die Flügel runterstellen. Doch, Flügel kannst du runterstellen. Ja, stimmt, den kannst du immer verstellen, ja, das soll ich. Den hat sich auch doch, eine Runde fahre ich. Ja, nee, ich warte jetzt. Worauf das trocken wird? Nee, dass der Regen weniger wird. Ja, in 5 Minuten, ja. Eben, dann schmeiß ich mein Auto jetzt nicht da in den Kurs. Oder so. Okay, ich warte auch noch ein bisschen. Ich wechsle gerade zwischen Grün und Blau hin und her. Und die Blauen werden gerade immer langsamer. Eben. Mal gucken, wann die in ihrem Ende angekommen sind. Ja, die werden jetzt Zehntel für Zehntel langsamer. Ich mach links, rechts. Ja. Bringt uns aber nichts, weil wir haben keinen Anhaltspunkt. Wir wissen nicht, wie viel das jetzt genau heißt. Ja, aber irgendwann muss es ja aufhören. Das ist das, was ich jetzt meinte. Da muss es trocken werden. Nee, es wird ja nicht trocken, es wird ja weiter regnen hier. So, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Irgendwo ist ja das Ende. Jetzt weiß ich, was du meinst. Echt? Ich dachte gerade, die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Jetzt hast du mich aber verwirrt. Nee. Okay, der Regen ist gerade von 3 zu 1 Tropfen gewechselt. Ja, die... Unten in der Leiste. Die Heavys sind jetzt auch schon bei 5. Beziehungsweise bei 4,9. Sollte auch mal die... Ja, da tut sich gerade auch nicht mehr viel, aber... War minimal Tausendstel-Bereich jetzt, ne? Sollen wir da wenn noch trockene? Nee. Nee, ich fahr mit Intermediates und dann kann man immer noch gucken. Ich fahr jetzt raus. Ja. Genau. Wieder tankvoll und dann. Tankvoll, genau. Ich fahr mit, keine Ahnung, 10 Runden Sprit. Echt? Ja, ich hab den gerade in Q1 komplett leer gefahren. Okay. Ich bin ja auch, keine Ahnung, 8 Runden gefahren oder so, oder 7. Oh, Toro Rosso Formationsflug. Diese zweite DRS-Zone hier, die ist so dämlich einfach nur. Die nach der ersten links, ne? Nach der ersten rechts, meine ich. Genau, die ist eher sinnlos und zweitens kannst du sie ganz schlecht aktivieren, weil du beim Lenken irgendwie da fummeln musst. Und wenn du den dann aufmachst oder zu früh aufmachst, kommst du dann noch schon mal quer oder schön quer. Ja. So wie Kalle grad. Bei ihm war es die erste. Ey, fahr doch weg, du Idiot!
Jetzt wird die Strecke besser. Mhm. So ein bisschen mehr Grip hat man auf jeden Fall. In dem Augenblick rutsche ich fast weg. Oh, Kalle, aber ganz knapp mit einer Zehntel. Okay, man kann deutlich später bremsen, alles klar. Man sollte nicht zu spät bremsen. Jetzt habe ich es rausgefunden, warum, wenn einer reinkommt, der andere warten muss, bis er raus kann. Die haben nur einen Wagenheber. Ja. Sparmaßnahmen. Der Peter hat gar keinen, der Peter Sauber. Der leitet sich nicht mehr aus. Der leitet sich nicht mehr. Du musst doch draußen bleiben, ja. Hier dein Wagen über. Oh. Was gemacht? Weggerutscht, so viel Gas. Achso, okay. Ach du Scheiße. Hab die eine gerade so vermieden und in die andere bin ich auch reingerutscht. Ein bisschen zu wenig. Pette wieder ganz vorne. Hätte interessant werden können. Jetzt wäre ich aber gerade nicht mehr schneller. Ja, ich auch nicht. Die erste Runde schnell gefahren, die zweite war mega langsam. Ja. Trotz weniger Fahrfehler. Wäre ich da wieder mehr oder was? Vier Zehntel langsamer. Er sagte gerade, die werden jetzt alle schneller. Nicht nett. Ich werde gerade langsamer. Die legen einen Zahn da. Genau hier bin ich weggerutscht. Hm, hab ich gerade gesehen. Das ist auch eine Scheißstelle. Bist du auf den Kart gekommen, oder? Ja, ich hab ein bisschen zu wenig eingelenkt, also zu viel aufgemacht, sag ich mal. Ja. Und dann war ich auch. Ja. Und dann hat es mich erst nach rechts weg. Und dann bin dann links reingerutscht, weil ich noch zu schnell war. Boah. Oh, muss ich noch 3 Minuten warten, ey? Worauf? Auf rausfahren. Warum? Ja, weil ich weg. Ach so. Abwarten, was die anderen so bringen gleich. Also ich werde mehr schneller. Keine Chance. Die reiten so. Nach 3 Runden? Glaube ich nicht. Ne, 4%. Intermets halten ewig. Ja, ja. Der Dave ist nochmal schneller geworden. Ja, ein bisschen. Oder steht jetzt hinter Kalle. Wieder 4 Zehntel langsamer. Mit einer halben Zehntel. Ja,
Das ist erschreckend wenig. Ja, ist gut. Toro Rosso muss vorne bleiben. Mhm. Ja, fehlt aber nur eine halbe Sekunde. Ich bin ja auch noch da. Na, mit so einem Schlenker kommst du aber nicht weit. Nee, ich weiß. Vor mir fährt mein Teamkollege. Aber der fährt jetzt ganz schnell in die Box. Finde ich gut. So, das wird eine Verbesserung. Jawohl. ...1,34,60. Versucht ihn mal im sechsten. Die Linkskurve meinst du? Ja, den Knick da über den Körper. Ich schalte ihm lassen sogar sehr weit runter. Dann ist die schnelle Links gemeint. Ich gehe da nur einen Gang runter. Tipp kurz die Bremse an und lass durchrollen. Und wieder 2 Zehntel. Also ich frage, wird die Strecke jetzt noch schneller? Reichen unsere Zeit? Die wird schneller, die. Ich schau doch trockener aus. Du fährst noch heller? Ja, für mich ist es jetzt eh zu spät, also. Also ich werde kontinuierlich schneller. Ja. Okay, so nicht. So nicht! Aber dadurch, dass du nicht direkt mal eine Sekunde aufholst, habe ich mir auch gedacht, das geht alles noch. Ne, das waren jetzt 90.000stel. Sowas in der Art hatte ich auch versucht, aber bei mir war die Wand früher da als erwartet. Ich habe gerade auch beim Rückwärtsrollen gehofft, bitte keine Wand. Thank you.
Ja, nee, ist klar. Also den Hinters kannst du vergessen. Kalle ist bisher jetzt nochmal 0,6 Sekunden schneller. 0,6 Runden schneller? Ne, 0,6 Sekunden, also der räumt gerade ab. Aber jetzt gerade Zeit verloren. Ne, ich hab jetzt mit den so schnell blockierenden Reifen. Komm, kriegst du die Pole? Kriegst du die Pole in Q2? Pole gibt's hier nicht. Ja, in Q2, weiß ich doch. Ich fahr jetzt ganz langsam und blockier die anderen. 1, 2, 3, 4. Nice. Ja, die Strecke wurde auch. Da war am Ende nochmal richtig viel drin. Man hat es auch im zweiten Sektor direkt gemerkt, jetzt eine halbe Sekunde auf einmal. Das ist schon ordentlich. Oh, da hat sich die KI abgeschossen. Da stehen zwei Autos, glaube ich. Oh. Ich habe wieder Schwarzbild. Aber Hamilton kommt, glaube ich, auch nochmal. Bremssteuerung, der ist aktiviert. Ja. Aber das ist jetzt eh alle durch, glaube ich. Und Seth Ocon ist disqualifiziert. Ja. Ja. Wir sind alle safe. Was ist mit Raikön passiert? Der ist auch grau. Dann haben wir die ist keine Zeit gefahren, oder? Ja. Oder die haben sich abgeschossen. Ja, wahrscheinlich. Anleitung, Vorfälle. Raikön hat total Schaden. Ja, dann waren das die beiden. Oh. Nice, nice. Kann sein. Bei Esteban Ocon stand parken in gefährlichem Ort. Boah, bin ich echt noch Erster geblieben, ey. Erst rein. Hamilton und Vettel sind in gleicher Zeit ungefähr gefahren. Dann habe ich mir auch gedacht, ey, da kannst du jetzt nochmal richtig einen rausholen. Rauskloppen. War auf jeden Fall schön. So, jetzt haben wir im dritten dann trockenes Wetter wahrscheinlich, ne? Das heißt, dann werde ich richtig abkacken. Ja, ihr seid aber nur noch neun Leute. Du hast doch im Trockenen trainiert. Ja, da war ich ja richtig schlecht. Achso, okay, das wusste ich. Im Nassen nicht. War ich schon nicht gut, aber im Trockenen, ui, das hättest du nicht sehen dürfen. Oder ja, aber das sagst du ja immer, dann bist du am Ende trotzdem so schnell wie wir. Auf 14. Ja, von meinem Gefühl her ist es auch immer schlecht. Er spult erstmal 10 Testrunden ab und dann ist er mit einmal Erster, oder? Genau, wieder 20 Liter rein. Fährt sich in der ersten Runde wieder die Flügel ab und arbeitet sich dann nach vorne. Ja. Achso, wie in Silverstone. Ja, so ungefähr. Oh. Jo, direkt rote Reifen. Na toll. Also jetzt den Tank nicht ganz so voll machen. 1 Liter weniger. 1 Liter weniger. Nee, ein bisschen mehr ist schon. Weiß oh nicht, scheiße, jetzt fühlt sich alles wieder anders an. Ey. Ja. 15 Kilo habe ich drin. Ab 6 oder 7. Aber wir haben uns Reifen gespart, also fahre ich direkt raus. Passt schon. Ja. Das Tümer, war letztes Mal schon so mit dem Qualifying, ne? Und freie Reifenwahl müsste es geben, ne? Ja. Mhm. Also ich meine für mich sowieso, aber für euch auch, weil ihr das qualifiziert habt. Stimmt. Ne, wir müssen jetzt mit den Q2-Reifen fahren. Mit den Inters. Richtig. Wenn 30 Grad losfahren, die schmelzen. Die zerlaufen. Egal, Regel ist Regel. Wo muss ich jetzt hier bremsen, ey? Am besten. Ach so. Ich dachte nach der so, ne, so als Tipp. Ach so, okay. Dann werde ich mal beherzigen. Vielleicht sollte ich mal wieder. Moment. So. Ja. Och, jetzt rollt die KI schon wieder vorbei. Ja, hau ab, komm. Oder dann nicht.
Vettel, ich fahre hier einen Qualifier, verpiss dich einfach. Erstaunlich schlechte Zeit habe ich jetzt. Ich auch. 1,21. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Und Patrick, geht's besser mit nur einem Gang runter? Bitte? Geht's besser mit nur einem Gang runter? Nee. Leider nein. Aber Dave und ich wieder fast identisch von der Zeit. 1,21,3 habe ich jetzt. Ja. Ich war irgendwie zwischenzeitlich mal 15 im Vorsprung, jetzt hatte ich gerade nur noch 2 im Ziel. Keine Ahnung. Aber auch voll angestrengt. Was ist hier los? Warum ist er so langsam? Weiß auch nicht. Also, das hat irgendwie mit dem Online-Modus zu tun, ich weiß es nicht. Ich meine jetzt nicht, dass ich großen Fehler drin hatte. Dave dafür aber jetzt. Ich fahre nur noch die Auslaufrunde. Wir sehen geringfügige Schäden. Nochmal neue Reifen holen, nochmal Attacke, ne? Bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Thank you.
Neunter. Wo hätte ich ja gar nicht fahren müssen. Ja, wir sind auch nicht viel weiter vorne. Nee, sag, im Trockenen bin ich nicht mehr gut. Es wird ein hartes, aber spannendes Rennen, glaube ich. Ja, hart, ja, spannend. Boah, ich weiß nicht, wenn ich hinten rumgucke die ganze Zeit, keine Ahnung. Ja, so weit hinten ist es auch nicht. Da sind noch fünf Plätze. Nein, ich meine so nach der ersten Runde. Ach so. Nachdem du deinen neuen Flügel hast. Genau. Und irgend sowas wird doch eh wieder passieren. Ich habe ja 10 Rennen lang nicht geschafft, die erste Runde irgendwie zu verstehen. Ohne Probleme. Immer noch eine bessere Bilanz als ich? Erste Rundenbilanz oder generell? Generell. Ja gut, generell. Von 10 Rennen, glaube ich, 2 beendet? Ja. 1 in den Punkten und 1 außerhalb der Punkte. Auch geil, ich komme aus der Box raus und kriege DRS. Ja, ist doch geil. Lohnt sich vor allem. Gut in der Bahn. 20 Meter in die Kurve, nur der. So, dann fahre ich auch nochmal. Ein letztes Mal. Huhu, genau vor der KI rausgefahren. Ah, schön. Na, da mittendrin ist es. Blödeste, ja. Was passieren kann. Nein, ich will so schnell. Ich will nichts. Fahre so schnell. Oh nein. 1,20,1. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Also 1,2 ist schneller als du. Ja, ja. Ich muss jetzt auch nochmal. Was ein Trottel, ey. Schneller gewesen, aber nicht genug. Fuck, da habe ich mir nicht eine Runde verkackt, ey. Oh, Patrick, Platz 7. Ah. Oh. 7 Zehntel gefunden irgendwo. Direkt hinter mir, fast die gleiche Zeit. 7 Zehntel schneller. Achter, wow. Hat Achter, ja okay. Hat's ja voll gelohnt. Ja, ich liebe diese kleine enge Schikane da, ne? Also, wo die Körbs so hoch sind. Ich muss auch so rumfahren. Ja, da bin ich gerade voll drüber geflogen. 1,20,0, wie geht das denn? Ey? Ich komm da raus und drifte hin und her und ja, das ist echt krass, ne? Kann doch nicht sein.
Also in der Boxengasse. Ah, Streckenbegrenzung überschritten. Jetzt weiß ich, warum er so schnell ist. Dafür hat er jetzt auch nur noch Platz 4. Ah, das Rennen wird geil, ne? Wird ja, spannend. 21er Zeit, das hat mich jetzt echt gewundert, also. Ja, mich auch. Auch so langsam, halt 21,8. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da gerade noch so viel Zeit hätte holen können. Ich habe mich voll gefreut über 21,9. Können vom Glück reden, dass Freiköhn raus ist. 22. Naja. Na gut. Na gut. Würden wir sagen, kurze Pause oder was? Kurze Pause, ja. Und bis morgen zum Rennen. Bis morgen zum Rennen. Schön, ach, da ist die Kamera. Schönen Samstag noch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.